So, jetzt hole ich mir dich. Gib mir noch deinen anderen Speer, ich will alle drei Speere haben. Nice. So Leute, ich bin es der Markus vom Kanal GameCorp und heute spiele ich wieder eine Runde The Culling. Heute mal wieder allein, weil der Jorge schon im Urlaub ist. Ich bin die kompletten Pfingstferien auch im Urlaub, also werden in den Pfingstferien von mir kaum bis gar keine Videos kommen. Und ja, gut, schauen wir mal, was wir heute sogar backen bekommen. In The Culling, warte mal, wie kann man einen Crafted Blowgun machen? Ich höre da einen. Moment. Da vorne. Den will ich töten. Den will ich definitiv töten, Leute. So ein früher Kill wäre echt nicht schlecht. Ich glaube, der macht auch gerade einen Speer. Oder ist es eine Blowgun? Wenn es eine Blowgun wäre, dann ist es eine Blowgun. Er sieht mich einfach nicht. Er hat mich einfach nicht gesehen. Er hat direkt eine Blowgun gemacht und der hat einen Backpack an. Mal gucken, ob es einer ist, den ich bekommen kann. Weil man kann ja einen Backpack holen direkt schon am Anfang der Runde. Ich weiß nicht, ob ich den dann bekomme, wenn ich den töte. Nein. Gib mir deine Blowgun. Die Blowgun opfer ich jetzt nicht dafür. So, tot ist er. Jetzt habe ich auch noch den Backpack. Perfekt, Leute. Direkt einen Kill gemacht. Und hier ist noch irgendwo Funk. So, und dann tue ich mir mal die Blowgun etwas auffüllen. Es ist echt nice. Der hat einfach das Zeug gehabt, was ich haben wollte. Perfekt. Jetzt mache ich mir noch einen Speer und einfach noch einen Bogen. Beziehungsweise, nee, ich mache mir erst einen Bogen, wenn ich eine andere gescheite Waffe gefunden habe. Fülle ich noch ein bisschen auf hier. Eine Blowgun kann nie schaden. Nice, dass er mir direkt eine gemacht hat. Ich hätte mir sonst wahrscheinlich eh selbst eine gemacht. Da die einfach ziemlich viel nutzen. Ich hoffe, dass da jetzt nicht direkt einer ist. Und dass ich mich heilen kann. Wobei es, glaube ich, klüger ist, wenn ich mich mit Bandagen heile. Nee, das war nicht mein Plan, sondern ich wollte den Stock aufheben. Vielleicht finde ich ja auch eine Bandage, deswegen mache ich mir jetzt erstmal keine Bandage. Such mal hier das Zeug. Such mal hier in den Schränken. Muscleman Milk. Ich habe natürlich wieder mein Ninja Airdrop dabei und das hier sind meine Perks. Ja, okay, was heißt natürlich? Ist natürlich nicht natürlich. Es ist nicht natürlich, aber ich habe meistens den Ninja Airdrop dabei, da ich das Katana sehr stark finde. Ich habe jetzt zwar auch einen Airdrop mit dem neuen Speer, aber mir gefällt der Ninja Airdrop bzw. das Katana besser als der Speer. Deswegen, ja, habe ich den Ninja Airdrop drin. Außerdem ist das Katana bzw. eben der Ninja Airdrop auch billiger. Und ja, deswegen habe ich den eben drin. Hier war leider nichts mehr. Ich mache mir jetzt einfach hier noch ein paar Bandagen. Ich glaube, die eine Spritze verkaufe ich. Damit ich noch ein bisschen Money habe. Um mir endlich mal meinen Airdrop leisten zu können. Ich hätte gern mal wieder ein Katana. Hab ich schon länger nicht mehr gehabt. Immer schön gucken, ob da einer ist. Und hoffen, dass man hier nicht abbricht. So wie gerade eben. So, jetzt bin ich wieder voll. Man muss nur 10 Funk ausgeben, um 50 Leben zu heilen. Deswegen ist es auf jeden Fall, ratsamer, wenn man die Zeit dazu hat, sich Bandagen zu machen, als, anstatt sich an diesem roten Ding da zu heilen. Ich habe außerdem nicht so viel Geld bekommen durch den einen Kill, aber es ist anscheinend so, je früher der Kill ist, desto weniger Geld bekommt man. Culpepper Outfit, das ist nicht hier irgendwo. Okay, in der Nähe kann man schon sagen, ist es, aber ich gehe da jetzt erstmal nicht hin. Außerdem ist da immer ziemlich viel Betrieb. Dort, wo das Random Package kommt, höre ich da jemanden? Nein, da ist keiner drin. Alles klar. Da war aber jemand drin. Doch, natürlich ist da jemand. Da ist jemand. Ich hau mir meinen Stamina erstmal noch nicht rein. Ich weiß nicht, ob er von mir abhaut. Wenn er nämlich von mir abhaut, ist es schwer, den einzuholen. Auch mit Stamina-Shot. Weil er schon relativ weit weg sein wird. Er hat offensichtlich das komplette Haus gelootet, sonst... Da verkauft jemand... Also er verkauft was. Er hat offensichtlich das komplette Haus gelootet, sonst wäre er nicht weggegangen.
Hier ist er. Kann sein, dass er mich noch nicht gehört hat. Oder er einfach nur abhaut. So. Ja, scheint aber so, als hätte er mich schon gehört, sonst würde er nicht so abkürzen. Mal gucken, ob ich den dann mit meiner Blowgun angehittet bekomme. Das wäre natürlich nicht so schlecht. Schade. So verfehlt habe ich jetzt aber nun auch wieder nicht. So stark. Der ist aber ziemlich schnell unterwegs. Vielleicht hat er auch einen Stamina-Shot drin. Also ich renne ihm jetzt einfach mal hinterher. Irgendwann werde ich ihn einholen. Wenn er keinen Stamina-Shot drin hat. Ja, lauf schön im Kreisen. Da ist er. Jetzt habe ich ihn eingeholt. Hat er alles verkauft? Anscheinend hat er alles verkauft. Bleibt nichts mehr für mich anscheinend. Außer eben das Geld für den Kill. Der hat keine Ahnung vom Spiel, habe ich so das Gefühl. Der haut einfach drauf. Mann! Jetzt reicht es mir, Alter. Alter, wieso klappt es nicht so, wie es klappen soll? So, jetzt muss er gleich kotzen. Dann packe ich ihn von hinten an. Kotz, komm, kotz. Kotz. Okay, alles klar, was hat er? Nix anscheinend, gar nichts. Die 100 Funk habe ich aber bald. Ich habe immer noch keine gescheite Waffe. Ich habe immer noch nur gecraftete Sachen. Machen wir mal eine Bandage. So viel Geld hat er jetzt nun auch wieder nicht gegeben. War echt enttäuschend hier. Mann, ich mache Kills, aber krieg keine gescheiten Waffen. Was ist da los? Warum hat er sein komplettes Zeug verkauft? Oder hat er einfach keine Waffe gefunden? Aber ich muss echt auch ein bisschen an meinen Kampfskills arbeiten, wie es scheint. Vor allem mit etwas langsameren Waffen. Da ist es nicht so geil. Ja, ich gehe da mal in das Haus hier rein. Wobei, ich riskiere es einfach. Ich mache einfach die Kiste hier auf. Was soll's? Ja, geil. Internet. Bitte. Baseball-Bat. Damit kann man was anfangen, sag ich mal. So. Jetzt mache ich mir Munition für meinen Bogen, den ich mir jetzt gleich crafte. Und ich hole mir mehr Munition für meine crafted Blowgun. So, jetzt mache ich hier meinen Bogen. Der Baseballschläger hat zum Glück eine ziemlich hohe, einen ziemlich hohen Speed, eine ziemlich hohe Geschwindigkeit. Weswegen man ihn gut gebrauchen kann. So. Jetzt bräuchte ich noch einen Manchecker, um den ersten zu töten. Beziehungsweise den nächsten. Ich habe ja schon zwei Leute getötet. Und jetzt bräuchte ich noch... Ah, da hinten haben wir einen Gegner. Ich will aber erstmal meine Crafted Blowgun auffüllen. Da haben wir noch einen Gegner. Was ist da los? Ich würde gerne echt meine Crafted Blowgun auffüllen, bevor ich hier den nächsten Gegner angreife. Aber was soll's. Greife ich ihn halt eben an. Ich hoffe, der lockt mich jetzt... Richtiges Arschloch, Alter. Richtiges Arschloch. Richtiges Arschloch. Macht einfach dasselbe, was ich vorhatte. Hör auf. So. Ja, gut. Hat wohl nicht so geil geklappt, wie es scheint. Der hat mich eher vertrieben, als dass ich ihn angreifen konnte. Das Gas kommt schon. Ich muss mal kurz lauschen. Ich habe das Gefühl, die kämpfen da. Ja, scheint so, als würden die kämpfen. Machen wir kurz noch eine Bandage. Kommt außerdem noch ein Airdrop. Ich schaue gleich hoch. Ja, falsche Richtung geschaut. Egal. Da kämpfen sie auf jeden Fall. Komme ich mal vorbei. Ja, das Funk, das lacht mich so an. Dann nehme ich es mal mit. Aber den Airdrop, den könnte man sich echt gönnen.
Den hat schon jemand runtergeschossen. Den greife ich mal an. Wo ist er denn? Da oben ist er. Ja, der hat das Zeug schon. Egal, was soll's. YOLO, ich greife den an, wenn ich hier hochkommen würde. Ja, komm. Der hat den T4-Speer geholt. Jawohl, dich hab ich. Bleib weg von mir. Kotz. Ja, wow. Die kotzen echt immer langsamer. Dein Speer ist langsamer als meine Baseballschläger, mein Freund. Schade. Hab ich einmal zu viel gehittet. Nein! Er schmeißt ernsthaft einen Speer. Danke. Kann ich gut verkaufen. Und den schmeißt er auch. Wie viel Speer hast du denn, Alter? So, jetzt blutet er, vermute ich mal. So, jetzt hole ich mir dich. Gib mir noch deinen anderen Speer. Ich will alle drei Speere haben. Nice. Jetzt heile ich mich aber komplett mit der Station hier lieber. Geil. Die Frage ist, bleibe ich bei meinem Tier 4 Speer oder bei meinem Baseballschläger? Weil der Baseballschläger gefällt mir ziemlich gut, dadurch, dass es so schnell ist. Ich glaube, ich bleibe einfach bei beiden, oder? Das ist jetzt die Frage, Leute. Das ist jetzt die Frage. Ich verkaufe auf jeden Fall erstmal den hier. Dann noch den Tier 2 Speer und dann schaue ich einfach mal, was ich mache. Vielleicht hole ich mir ja noch den Ninja Airdrop. Mal schauen. Wenn ich mir das leisten könnte. 30. 25. 25 reicht. Verkaufe ich mal kurz das hier. Und hole mir mal einen Airdrop. Ich hole mir einfach mal mein Ninja Airdrop. Kann ja nicht schaden. Alles klar, Leute. Läuft gerade echt ganz gut. Mit dem Baseballschläger bin ich schon abgegangen, gerade bei dem einen Kampf. Der hat einfach alles nach mir geworfen. Vielleicht hatte er ja Golden Arm. Vielleicht hat er sich deswegen die Speere besorgt. Also ich konnte halt eben nicht den Airdrop nehmen, den er schon benutzt hatte, sondern muss den hier benutzen, einfach einen anderen. So, dann würde ich mir gerne noch meine Blowgun auffüllen. Wenn ich einen Container finden würde, dann würde ich mir jetzt gerne die Blowgun auffüllen. Okay, alles klar. Ein Container. Kann ja nicht so schwer sein, einen zu finden. Packen wir mal das da mit ein. Da ich jetzt relativ wenig Funk habe, aber ich werde meinen Speer hier wahrscheinlich... Da läuft hier... Ist gerade einer hochgelaufen. Ich hoffe, der lässt mich hier noch meinen Airdrop holen. Ja, wo bist du? Komm her, Mann. Verdammt. Das dauert mir gerade zu lang. Alter, wie langsam der ist, ne? Wie langsam der ist, ist ja schlimm. Ich schieße ihn runter, wenn er über der Klippe ist. So, jetzt hole ich mir. Und nice, okay. Den Ninja Airdrop, den habe ich jetzt safe. Den packe ich auf das hier, packe ich auf die 4. Nehme ich mir das mit. Pack das, ja, hier hin einfach. Schmeiß den zu dem anderen Typ hin. Und hau ab. Beziehungsweise versuche jetzt den einen Typ zu töten. Gucken, ob mir das gelingt. Also, das Katana gefällt mir auf jeden Fall am besten von allen Waffen. Irgendwo muss einer sein. Hab ihn ja herlaufen sehen. Das verkaufe ich noch ganz schnell. Und jetzt würde ich gerne einen Container haben, damit ich meine Blowgun auffüllen kann. Hab eh wieder genug Geld, um mich auch zu heilen, falls ich mal ein bisschen angehittet werde. Also das Katana ist auf jeden Fall schon mal geil. Ich habe gerade ein bisschen Paranoia. So, wie viel haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe 3 Leute getötet, da ist aber noch einer, der 3 Leute getötet hat. Gammelt da einer rum? Nein.
Blowgun auffüllen, Mann. Das wäre jetzt echt wichtig. Es kann doch nicht sein, dass ich keinen Container finde. Die Dinger, die sind eigentlich überall. Bin bestimmt schon an ein paar vorbeigelaufen. Ihr habt's gesehen und fasst euch gerade an den Kopf. Gascontainer, es kann doch nicht sein, dass ich keinen finde. Willst du mich gerade verarschen? Alter, ich hab so Paranoia, ich denke die ganze Zeit, da ist irgendwo ein Gegner. Da hat jemand einen Instant-Airdrop bekommen. Den will ich angreifen. Den will ich angreifen. Da lauere ich aber ein bisschen. Mist, der hat eine Waffe. Der hat sich eine Waffe geholt. Eine Schusswaffe. Und da war übrigens ein Container. Da haben wir ihn. Da hinten. Aber er hat eine Schusswaffe. Das ist kritisch. Aber auf Distanz sollte ich auch nicht bleiben, da er halt eben im Vorteil ist mit seiner Schusswaffe. Vielleicht erwartet er jetzt nicht, dass ich zu ihm komme. Er hat einen Tonfer? Nur einen Tonfer? Ah, der hat sich 5-0 geholt. Das Ding 5-0. Da hat er jetzt also ein SMG. Nein, er hat kein SMG, sondern eine Revolver. Das bekommt er also als 5-0. Ja, ins Gas mit dir. Das ist jetzt ein epischer Fight, Leute. Das wird ein epischer Fight, glaube ich. Er tötet sich einfach, damit ich den Kill nicht bekomme. Richtiges Arschloch. Richtiges Arschloch. Richtiges Arschloch. Das zähle ich als mein Kill, Leute. Das zähle ich als mein Kill. Ganz klar. Er hat sich einfach getötet. Richtiges Arschloch. Kann ich nur wiederholen. Ja, ich brauche mich eh nur mit einer Bandage zu heilen. Dann passt es. Wobei ich mir, glaube ich, noch eine Bandage mache. Ich hoffe, ich finde noch irgendwo einen Container. Damit ich meine Blowgun auffüllen kann. Er hat sich einfach umgebracht, weil er zu blöd war, mich mit seinem Revolver zu treffen. Hätte sie mir ruhig da lassen können, das Ding. Und er wollte mir die Coins nicht da lassen. Mann, 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 Mann. Sowas ist richtig behindert. Sich umzubringen, damit jemand anders einen Nachteil hat. Beziehungsweise den verdienten Vorteil nicht bekommt. Kann ich nicht verstehen, würde ich nie machen, weil es mir im Endeffekt nichts bringt. Weil ich ja dann raus aus dem Spiel bin, so oder so. Naja, egal. Ich will mich da jetzt nicht zu lange drüber aufregen. Da war übrigens ein Gegner, der auf mich geschossen hat, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich suche gerade einen Container. Da ist ein Gegner, der wohl gerade AFK ist. Oder auch nicht. Lol. Hätte ja sein können. Dachte, ich sehe sie nicht, oder was? Oder eher, was weiß ich. Muss kurz ein bisschen regenerieren. Ja, Schlag aufs Wasser. Vielleicht kann ich ein Team mit ihr schließen. Anscheinend nicht. Die will ich jetzt einfach töten, Leute. Die muss ich jetzt einfach töten, damit mal wieder ein Kill da ist. Wenn die sich jetzt auch selbst getötet hätte, Alter, dann wäre ich ausgerastet. Dann wäre ich echt ausgerastet. Und da hüpft gerade einfach diese Feuerwehrsaxt. Die brauche ich jetzt aber gerade nicht. Crafted Bandage ist das, was ich jetzt gebrauchen könnte. So. Noch eine Crafted Bandage. Und das reicht mir jetzt erstmal. Lol, da schießt jemand auf mich. So, weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Wie viele Gegner haben wir noch? Ein Gegner. Wenn ich jetzt noch einen Container finde für meine Crafted Blowgun,
Ah, was soll's. Scheiß auf meinen Container. Ich greife den jetzt an. Wow. Nice. Er hat einfach eine Schusswaffe. Er hat einfach eine Schusswaffe, verdammte Scheiße. Ich bin der Boss im Kämpfen, Alter. So leicht kann man Ausdauer regenerieren, Leute. Wenn man gegen einen Gegner spielt, der nichts trifft. Ich habe ihn einfach getroffen. Wow, ich habe kein Fell mehr. Okay, Leute. Den Sieg, den habe ich verdient. Wenn ich ihn bekomme. Ja, versuch mich doch mit deinem scheiß Pfefferspray anzusprayen. Wenn du es schaffen würdest. Jawohl. Easy, Leute. Wie viele Kills habe ich gemacht? 5 Kills, ich sag einfach 6 Kills, weil der eine typisch ja selbst umgebracht hat. Gut, Leute, mal wieder eine Runde gewonnen. Ich hoffe, ihr mal das Video euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, schreibt in die Kommentare. Ich bin cool. Wenn ihr bis hier beim Video dabei wart, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.